Oh, da blitzt was. Ja, ich sehe es. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal den Tunnel da durch. Ah ja, das habe ich ja gerade gelesen, genau. So, hier. Ach so, ich wollte ja Schluss machen eigentlich. Oh, ja. Ach ja, komm, ich hänge noch was dran. Das ist gerade so spannend. Garrett, geh doch weiter. Garrett, was machst du denn da? Aha. Oh, da hört man was. Will ich da jetzt wirklich hin? Eigentlich nicht. Ist das Unheimliche. Nö, hier ist nichts. Das ist auch gut so. Ja, man hört da jemanden. Oh, da ist ein Schloss zu knacken. Gut, machen wir das mal auf. Nein, ich muss erst. So. So, und das dann. Moment, erstmal durchgucken. Aha, da ist so ein Flur wieder. Na komm, mach mal auf. Ja, okay. Gut, sieht ja ganz harmlos aus hier. Da ist auch eine verrammelte Tür. Da auch. Okay. Ah, da ist wieder so eine Drehtür. Ja, da will ich aber jetzt nicht hin. Eigentlich muss ich aber ganz woanders hin. Und da ist auch eine Drehtür. Ja, da gehe ich jetzt durch. Okay. Ach, das ist das, was ich vorhin gesehen habe. Mhm. Attention, excitable patients. Aha. Erregbare Patienten. Gut. Raus hier. Ich kann ja mal auf den Plan sehen. Vielleicht sagt mir das irgendwas. Ich muss jetzt erst den Schlüssel finden. Genau, in der Männerabteilung. Also, Karte ansehen. Haha, hier bin ich jetzt. Ich muss dann wahrscheinlich in diese Richtung. Und da bin ich gerade durch. Oder? Ich meine schon. Ach so, Moment, hier, genau. Da ist noch eine Drehtür. Da, das da, ja, genau. Ja, okay, gucken wir uns das mal an, was dahinter ist. Ganz raus hier. So. Okay. Ist das Aaron? Das ist so ein Speisesaal. Okay, da liegt was, da gibt's was zu holen. Jetzt geht sie weg. Ach, und da kullert der Ball wieder. Ist das unheimlich. Wo kommt der denn jetzt her? Oh, das Mond. Ja, das ist auch schön. Also echt, das ist echt nicht schön hier. So, das sind ein paar so Puppen da. Okay, die kennen wir ja. Und da stand auch Aaron irgendwie und die ist da weg. Was? Jetzt stehen die Puppen hier. Warum das denn? Wollt ihr mich verarschen? Hey Mensch, ich bin doch sowieso hier schon so angeschlagen, so mit meinen Nerven und so weiter. Dann müsst ihr noch solchen Schabernack machen. Oh, da liegt ein Sattel. Vorfall im Speisesaal. Uah! Was denn? Wie denn? Wo denn? Da geht's dann noch weiter. Oh, sieht so aus. Moment.
da hinten. Okay, wir müssen jetzt aber erstmal wieder in dem Speisesaal uns umsehen und da allerlei Sachen einsammeln. Oh Mann, ey, dafür müssen wir uns aber wirklich was Schönes kaufen. Für all den Stress hier. Oh, da kann man drehen. Ja, wer weiß, was dann geschieht. So, was haben wir jetzt hier noch? Ist das Inventar voll? So, das heißt, ich muss hier jemanden ablenken. So, was haben wir da? Was zu essen? Ah, ich habe die Hosen voll, ja. Aber ich brauche nichts zu essen. So, hier. Ach so, das war das hier, genau. Da blitzt noch was. Wo denn? Ach, da. Da vorne, ja, das war die Nahrung. So. Ich mach mal hier den Fokus an. Da, da liegt noch was. Da, da ist die Tür. Okay, da liegt noch was. Eine Gabel. Und da drüben war... Ach, das war diese Flasche hier. Okay. Und dann ist da das Rad. Dann drehen wir mal am Rad. Ja, ich drehe auch so schon am Rad. Moment, ich kann da mal wieder speichern. Ja, so. Was machen die Kollegen da vorne auf der Bühne? Sind die noch hier zugange, da ihren Schabernack zu treiben? Ja, die sind da noch. So, also zum Rad hin. Und am Rad drehen. Ja, ja, genau, am Rad drehen. So, da muss ich wieder mit der Maus machen. Nö, andersrum. Okay, das war's schon. Ah. Was denn? Wie denn? Wo denn? Ach Mensch, meine Nerven. Okay, ich hab da gedreht, aber... Ja, da ist die Nahrung. Mehr, Ah, nee, da vorne, da ist die Tür aufgegangen. Nee, die war auch schon auf. Okay, habe ich das schon gelesen? Nö. Unterhaltung. Achso, wir hatten. Was sind das für Geräusche? Echte. Ihr macht mich fertig hier. So, also nochmal hier, Kapitel 5. Vorfall im Speisesaal. Dr. Stedman. Hanfield hat von eurer kleinen Auseinandersetzung im Speisesaal neulich Abend gehört. Er zetert und schimpft und meint, er werde wegen deiner beruflichen Nachlässigkeit schon bald die Verfügungsgewalt über Patientin Nummer 18 erhalten. Es würde mich nicht überraschen, wenn er Nummer 79 zu der ganzen Sache angestiftet hätte. Behalte ihn im Auge. Er ist viel zu erpicht darauf, ein neues Testsubjekt in die Finger zu bekommen. Ha. Okay, gut, sagt mir jetzt gar nichts. Und sonst haben wir wohl auch schon alles gelesen. Vorfall, war das hier? Jetzt habe ich hier zwei Ziele. Moment mal, wie kommt das denn? Ach so, beschaffe den Schlüssel. Hier. Und dann in die Frauenabteilung. Okay, gehen wir mal da hinten jetzt noch hin. So. Mhm, da geht's nach oben. Ich speichere mal wieder. So. Also, mal gucken, was da oben ist. Mhm, bislang noch nichts. Eine Drehtür. Aha. Joach, ne? Gott, wie sieht's hier denn aus? Oje, oje. Oje, oje. Och, ja, sollen wir jetzt da durchgehen oder zurückgehen? Na ja, komm, wir gehen da durch. Vielleicht gibt es irgendwelche medizinischen Akten, die mir weiterhelfen. Suche nach Unterlagen in der Heilanstalt. Ja, aber ich brauche erstmal den Schlüssel. Oje, das gefällt mir gar nicht hier. Nee, 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 das gefällt mir absolut nicht. Da ist auch so ein Schrank. Ja, immer wenn so ein Schrank da ist, wird's gefährlich. Ganz bestimmt. Moment. Ziele.
zurück. Ich hatte doch noch zwei andere Ziele, gerade eben noch. So, was ist das? Finde Informationen über Aaron, okay. Ja, aber ich brauche doch noch den Schlüssel. Oder kam ich jetzt auf diese Weise auch in die Frauenabteilung? Journal schließen. Nee, das will ich jetzt ausprobieren. Ich will dann nochmal zurück. So, wieder runter. So, ach, da war das ja. Genau. Nee, dann muss ich da. Dahin. Und da wieder raus. Es kann ja nicht sein, dass die anderen Ziele jetzt einfach weg sind. So, wo muss ich hin? Dahin? Ach ja, genau. Ich weiß wieder. Ist das unheimlich hier. Oh, da habe ich ja was übersehen. Hm, hier kam ich rein, ja. Okay, da sind wir wieder hier da hinten in dieser Ecke da. Da war zu. So, lieber einmal mehr umsehen. Okay, und dann hier. Ah ja, da ging es die Treppe runter, genau. Also hoch da. Ja, da haben wir alles durchsucht. Okay, da ist noch so ein Ding. Und da hängt dieser Zettel dran. Ach, Moment mal, das sind wir jetzt auch hier. Ah, okay. Und was ist hier unten? Da will ich jetzt mal hingehen. Also hier nach links und dann durch den Gang durch. Nach links und jetzt? Nach rechts. Also dahin. Da waren wir auch noch nicht. Unheimlich. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ah, ja. Mhm. Ja gut, dann bleiben wir jetzt mal hier oben und sehen uns hier um. Security, also ist da irgendwie... Stand da irgendwas dran an der Tür? So von wegen Männerabteilung und so? Oh, da blitzt was. Ja, okay. Da, mach ich mal auf. Bericht über Duschbelüftung. Ein Seilpfeil. Gut, da haben wir aber genug. Lesen wir mal den Bericht. Und falsche Taste. So. So, Bericht über Duschbelüftung. Am 16.01. Patientin Nummer 63 ist aus ihrer Isolation entschlüpft und hat Aufruhr in der Männerabteilung verursacht. Bewerkstelligt hat sie das anscheinend über die Belüftung in den Duschen, die mittlerweile mit Gewindeschrauben versiegelt wurde. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob diese Maßnahme erfolgreich war oder nicht. Schwester Obermel. Okay. Ach, das habe ich doch vorhin gesehen, irgendwie, irgendwo. Ich meine schon. Und wollte da rein. Ja, jetzt bin ich drin. So. Na, und da ist da was? Ja. Abwesenheit. Also noch ein Zettel. Mhm. Da ist nichts drin. Und da. Da ist was drin. Okay, da können wir wieder am Rad drehen, was wir ohnehin schon tun. Also ich jedenfalls. Ihr wahrscheinlich nicht. Ja, ich sitze hier ganz alleine zu Hause und es ist dunkel und Nacht und kurz nach 11. Immerhin ist die Nachbarin da oben und quietscht mit der Tür. Ja, toll, liebe Nachbarin, vielen Dank auch. Naja, ist eine ganz nette Nachbarin. So, Dokumente, Kapitel 5. So, Abwesenheit, ah ja, das ist hier gleich da. Mhm. Huxley, ich stelle fest, dass du in letzter Zeit recht häufig abwesend bist. Die Schichten in der Reformierung sind für dich schwer zu ertragen, das weiß ich, aber wir müssen alle unseren Beitrag für das Wohlbefinden unserer am schwersten erkrankten Patienten leisten. Zudem ist mir aufgefallen, dass du seit neuem hinkst. Lass dich von Dr. Stedman untersuchen. Alle unsere Schwestern müssen kerngesund sein, solange unser Schutzherr auf der Pirsch ist. T.A.H. Okay.
Und der Schutzherr ist also auf der Pirsch. Was ist da drin? Ach, ich will's gar nicht wissen. So, da war das Rad und da komme ich doch her, oder? Habe ich da schon geguckt? Ach, da war das Halbpfeil, genau. Okay. Ja, mehr ist hier ja nicht. Na, dann wollen wir mal wieder am Rad drehen. So. Ah, da geht das auf hier. Okay. Und ich habe da irgendwas gehört, oder? Hm. Raus hier und da rein. So, Moment, also da und jetzt ist da auf, genau. Jetzt komme ich da hin. Ist das jetzt die Männerabteilung oder nicht? Waren wir hier schon mal? Weiß ich nicht. Sieht hier auf jeden Fall auch unheimlich aus. Ja gut, in der ganzen Heilerstadt sieht es unheimlich aus. Nee, also echt, da lobe ich mir wirklich die Stadt. Oh, ein Bild. Ein Bilderrahmen. Ist nichts drin. Okay, aber hier ist nichts weiter. Ah, da ist der Schrank umgefallen. So, und noch was zu lesen? Geschichte 4, okay. Was muss auf der Schrank umfallen? Mensch, unheimlich. Ja, ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt. Geschichte 4. Ach, dann lassen wir erstmal alles zusammenkommen und lesen sie dann, wenn wir alles haben. Okay, genau, so machen wir das. Dann macht es auch Sinn, dann versteht man vielleicht ein bisschen was. Also hier ist nicht mehr, okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Aha. So, Karte ansehen. Ja, dann gucken wir uns da mal um. Was ist das jetzt, die Männerabteilung oder nicht? Oh, Moment mal, was ist da hier? Ach, das ist hier symmetrisch aufgebaut, okay. Und das da ist um den Aufzug herum. Ah, und da kann man einmal darum gehen. Nee, hier geht's aber nicht weiter. Gehen wir mal nach links. Bis ans Ende. Ah, das ist das hier. Ah, okay. Oder? Ja, da ist versperrt. Okay, also da kommen wir nicht nach unten. Okay, dann sind wir also jetzt mal hier und sehen uns hier mal um. Schloss knacken, aha. Irgendwie gefällt es mir da nicht. Wie sieht's da aus? Was? Sieht da nicht anders aus. Aber da gibt's Beute zu holen. So, und hier irgendwo? Nö, also wir müssen systematisch vorgehen, das... Sonst bringt das nichts. Okay, also... Ach, und ich wollte ja Schluss machen, ja. Genau, jetzt muss ich aber wirklich Schluss machen. Ja... Aha, Nummer 14, oder? M04, ah ja, okay. Gut. Stellen wir uns mal ein bisschen hier da ins Licht, wo es ein bisschen heller ist, wo wir Überblick haben. Und dann mache ich hier mal eine Aufnahmepause. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also mir auch, obwohl es mir richtig gruselig ist. Aber jetzt wird es einfach mal Zeit, Schluss zu machen. Und das nächste Mal machen wir hier weiter und suchen alles systematisch durch. Auf der Suche dann auch nach Informationen über Erin und den Schlüssel brauchen wir ja. Und überhaupt die Männerabteilung und so weiter und so fort. Das werden wir alles beim nächsten Mal machen. Also alles weiß ich nicht, aber wir fangen auf jeden Fall, oder wir machen auf jeden Fall damit weiter. So, jetzt aber. Vielen Dank also fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.